Wie sieht der Herr Jesus seine Gemeinde an? Und seinen Leib. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Sind alle, die sich zur Gemeinde Gottes bekennen, wahre Glieder des Leibes Christi? Nein, nur die sind wahre Glieder, welche durch den Glauben und Christus Kinder Gottes sind. Sollen in der Gemeinde auch Leiter und Diener sein? Ja, die Leiter sollen fleißig predigen und ermahnen, die Gemeinde aber soll es hören und gehorchen. Fünfte Abteilung von der heiligen Taufe. Hat der Herr Jesus auch die Taufe eingesetzt und zu unterhalten befohlen? Ja, er sprach zu seinen Jüngern. Geht hin in alle Welt und leitet alle Völker und taufet sie in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ist die heilige Taufe zur Seiligkeit notwendig? Ja, wer glaubt und getauft wird, der wird seilig werden. Welche Personen sollen getauft werden? Alle, die an den Herrn Jesu glauben und sich zu ihm bekehren. Wozu dient die heilige Taufe? Zur Einverleibung in den Herrn Jesu und in seiner Gemeinde. Was lehrt uns die Taufe? Dass wir durch die Taufe in den Tod Christi begraben werden. Auf das gleich wie Christus von den Toten auferweckt ist durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in einem neuen Leben wohnen sollen. Sechste Abteilung von dem heiligen Abendmahl. Wer hat das heilige Abendmahl eingesetzt? Der Herr Jesus selbst in der Nacht, da er verraten wird. Womit hat erst eingesetzt? Mit Brot und Wein. Zu was Ende ist das heilige Abendmahl eingesetzt? Zum Gedächtnis des Leidens und Sterbens Christi, zum Zeichen der Gemeinschaft mit Christus und zur Gemeinschaft der Gläubigen untereinander. Soll das heilige Abendmahl auch noch oft unterhalten werden? Ja, nach dem Exempel der ersten Christen. Welche Personen sollen es unterhalten? Alle Getauften, Bußfertigen und Gläubigen. Was wird von denen erfordert? Eine wahre Prüfung. Der Mensch überprüfe sich selbst und also esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Was muss man dabei verkündigen? Wir sollen dabei das Herrn Tod verkündigen, bis das er kommt. Was hat der Herr Jesus nach Unterhaltung des Abendmahls seinen Jüngern getan? Er wusch ihnen die Füße und sprach, so ich nun, euer Herr Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Vierte Kapitel von dem Leben und Wandel der Gläubigen. Wie sollen sich die Gläubigen in ihrem Leben und Wandel verhalten? Als die Erleuchten des Herrn sollen sie Gott dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ihnen gefällig ist und ihre guten Werke für den Menschen leichten lassen. Hat der Herr Jesus uns ein Gebot gegeben? Ja, er sprach. Ein Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebet habe. Sollen wir auch unsere Feinde lieben? Ja, Christus spricht. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, soll euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Erste Abteilung von der Wehrlosigkeit und dem Leiden. Wie sollen wir uns verhalten, wenn wir von jemandem beleidigt werden? Wir sollen nicht Böses mit Bösem oder Schaltwort mit Schaltwort verhalten. Muss ein wahrer Christ wirklich leiden und dulden? Ja, es heißt. Dazu seid ihr berufen, sind einmal auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, dass wir seinen Verstopfen sollen nachfolgen. Wie tröstet der Herr Jesus die Seinen im Leiden? Er sagt, solig seid ihr, wenn euch die Menschen schmähen und verfolgen, es soll euch im Himmel wohl belohnt werden. Zweite Abteilung von der Obrigkeit und dem Erschweren. Wie sollen wir uns gegen die Obrigkeit verhalten? Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit
ohne von Gott, wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Was sagt unser Herr von dem Erdschwieren? Er spricht, ich sage euch, dass ihr allerdings nicht schwieren sollt, eure Rede aber sei. Ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist von Ibel. Ist dieses von allerhand Erden gesagt? Ja, denn Jakobus spricht. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwieret nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit Tänen unter den Erd. Was hat der Herr Jesus von den unnützen Worten gesagt? Ich sage euch, dass die Menschen müssen Rechenschaft geben, um jüngsten gerecht von einem jeden unnützen Wort, das sie geredet haben. Dritte Abteilung von dem Eierstand von Eltern, Kindern, Gesinde und Herrschaft. Wer hat den Eierstand eingesetzt? Gott, der Herr, selbst und Adam und Eva im Paradies. Welche Personen mögen in den Eierstand treten? Die nicht sie noch im Gebiet und eines gleichen Glaubens sind. Mögen eure Leute auch wieder geschieden werden? Nein, sie sollen nicht geschieden werden, es sei denn im Eheibruch. Wie sollen sich eure Leute gegeneinander verhalten? Die Männer sollen ihre Weiber lieben als ihre eigenen Leiber, und die Weiber sollen ihren Männern untertan sein. Was sollen Eltern an ihren Kindern tun? Sie sollen ihre Kinder aufziehen in der Zucht und Vermahnung zum Herrn. Wie sollen die Kinder gegen ihre Eltern sich verhalten? Sie sollen ihren Eltern gehorsam sein in allen Dingen. Eure Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das verheißen Gott. Was haben die Knechte und Mädels zu beobachten und ihre Herren und Frauen? Dass sie in allen Dingen ihren leiblichen Herren und Frauen gehorsam sein sollen, nicht allein mit Dienst vor Augen, als den Menschen zugefallen, sondern mit Entfaltigkeit des Herzens und mit Gottesfurcht, so werden sie von dem Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen. Wie müssen Herren und Frauen gegen ihr Gesinde sein? Sie sollen das drehen lassen, denn auch ihr Herr ist im Himmel und ist bei ihnen kein Ansehen der Person. Vierte Abteilung von der Kirchenzucht oder Absonderung der Unbeschwertigen. Wenn ein Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde etwa von einem Filter übererbt wird, wie soll mit denen gehandelt werden? Den sollen wir mit Sanftmut ermahnen und wieder zurechthelfen.